willkommen an der Johanniterakademie Mitteldeutschland, Campus Leipzig. Hier werden aktuell rund 800 Auszubildende in sozialen, pflegerischen und medizinischen Berufen ausgebildet. Berufe mit Zukunft. Wir bilden aus mit Leidenschaft und Herz. Bourdieu ist fester Bestandteil des Teams der Johanniterakademie Mitteldeutschland. Er sorgt für gute Laune, strahlt Ruhe und Gelassenheit aus und spendet auch manchmal Trost. Die Johanniterakademie in Leipzig kann man unterschiedliche Berufe im Bereich Gesundheit und Soziales erlernen. So kann man später in einer Einrichtung der Johanniter oder selbstverständlich auch bei allen anderen Trägern in den Tätigkeitsfeldern Gesundheit, Soziales und Medizin arbeiten. Unsere Ausbildungsberufe leben in der beruflichen Praxis davon, gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen sowie den Klienten oder zu Betreuenden im Team zusammenzuarbeiten und sich dabei sozial und wertschätzend zu begegnen. Daher wird auch schon während der Ausbildung hier bei uns an der Johanniterakademie großen Wert darauf gelegt, dass sich unsere Dozentinnen und Auszubildenden auf Augenhöhe begegnen und gemeinsam das Ziel, einen erfolgreichen Berufsabschluss zu erlangen, erreichen. Eine Selbstverständlichkeit an der Johanniterakademie ist eine flache Hierarchie, sodass sich die Mitarbeitenden als Ausbildungsbegleiter verstehen und gemeinsam mit den Auszubildenden Möglichkeiten und Unterstützungspotenziale finden. Die Auszubildenden übernehmen bereits während der Ausbildung viel Eigenverantwortung für sich und ihre Mit-Azubis im Kurs, sowie sie auch später Verantwortungsbewusstsein in der beruflichen Praxis zeigen müssen. Diese Philosophie wird hier gelebt und mit Leben gefüllt. Das macht sich auch in unserer Sprache bemerkbar. Wir sprechen von Auszubildenden, nicht von Schülern. Die sitzen in Kursen, nicht in Klassen. Und es unterrichten DozentInnen, keine Lehrer. Hier beginnt für uns Haltung, Wort für Wort. Unsere Seminarräume zeigen eine moderne Ausstattung mit aktuellen Materialien aus der beruflichen Praxis, damit unsere Auszubildenden direkt mit ihrem späteren Arbeitsmaterial in Berührung kommen und üben und ausprobieren können. Die sozialen und pflegerischen Berufe, die man an der Johanniterakademie Mitteldeutschland erlernen kann, erfordern in der beruflichen Praxis viele wertvolle Fähigkeiten und Fertigkeiten, um in unterschiedlichen Situationen in den Tätigkeitsfeldern kompetent handlungsfähig zu sein. Daher wird unser Unterricht auch handlungs- und kompetenzorientiert gestaltet. Weg vom langweiligen Frontalunterricht hin zu spannenden Methoden, die gemeinsam mit den anderen Auszubildenden die Praxis erleben lassen. Auch schon während der Ausbildung. Die Dozentinnen kommen daher alle selbst aus der beruflichen Praxis und können daher, neben der methodisch-didaktischen Kompetenz, natürlich auch unterrichten zu können, mit spannenden und aus dem Leben gegriffenen Beispielen aus der beruflichen Praxis begeistern. Die Auszubildenden sollen immer wissen, warum lerne ich das hier eigentlich und was fange ich damit später in der Praxis an? Denn unser Anspruch ist, Sie lernen für die spätere Praxis, nicht nur für die Seiten im Hefter oder die Fragen in der Klausur. Unsere Ausbildung an der Johanniterakademie lebt von der Interaktion und dem Miteinander in Präsenz. Das lässt sich aber auch super mit E-Learning-Angeboten kombinieren. Die Nutzung moderner Medien wird zum Beispiel unterstützt mit freiem WLAN und Tablets, die für den Unterricht zur Verfügung stehen. Im Unterricht werden modernste Medien wie ein Videosystem oder internetfähige Smartboards verwendet. Die Unterrichtsmaterialien werden auf unserer eigenen Lernplattform zur Verfügung gestellt. Hier kommen die Auszubildenden auch über Videokonferenzen oder Chats mit den Mit-Azubis oder den DozentInnen in den Austausch. Selbstverständlich dürfen die Auszubildenden während des Unterrichts ihr Tablet oder ihren Laptop verwenden, um sich Notizen zu machen. Digital ist die Zukunft und Nachhaltigkeit ist uns wichtig. Für das persönliche Wohlergehen und die Erleichterung des Ausbildungsalltages stellen wir als Johanniterakademie zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung. Zu Beginn der Ausbildung fahren alle Auszubildenden zu einer Kursrüstzeit. Das ist eine Kennenlernfahrt mit erlebnispädagogischen Elementen, damit der Teamgeistfunken spätestens abends am Lagerfeuer überspringt. Mit Erasmus Plus durch Europa zu reisen und die berufliche Praxis in Schweden, Italien und Co. kennenzulernen, ist eine weitere Möglichkeit, innerhalb der Ausbildung über den Tellerrand hinauszuschauen. Frische Getränke am Trinkwasserspender. Frisches Obst, denn gesunde Ernährung ist uns wichtig. Schließfächer für Ihre Materialien. Bande der Exkursionen.
All diese Angebote sind selbstverständlich kostenfrei, genau wie fast all unsere Ausbildungsgänge. Unsere Auszubildenden gestalten ihre Ausbildung und unser Akademieleben rege mit. Hier sind uns die Meinungen und Interessen aller wichtig. Die Auszubildenden, Kurssprecherinnen und Fachbereichsvertretungen wirken gemeinsam mit den Dozentinnen und der Schulleitung in Projektgruppen mit, um die Johanniterakademie stetig weiterzuentwickeln und zum perfekten Ort zum Lernen und Leben zu machen. Frage: Wie können Auszubildende hier an der Akademie mitwirken und mitgestalten? Als Azubi kann ich hier mitwirken, wenn es um das Thema Workshops geht, wie zum Beispiel der Grünen Akademie geht. Oder Workshops oder Angebote rauszusuchen, die man in den Akademiealltag mit einbringen kann. Auch das gemeinsame Mitgestalten unserer Räumlichkeiten und den Seminarräumen, wie der Lern-Lern-Lounges, liegt uns sehr am Herzen. Unseren Auszubildenden steht ein großartiges Team an Dozentinnen und weiteren Mitarbeiterinnen zur Seite. Wenn es Redebedarf gibt oder sich im Privaten sowie auch in der Ausbildung Herausforderungen ergeben, kann man sich ganz entspannt, freiwillig und unverfänglich an unser extra dafür ausgebildetes Beratungsteam wenden. Während der Praktika, die in den Einrichtungen absolviert werden, werden die Auszubildenden engmaschig von unseren DozentInnen begleitet und unterstützt. Den Praktikumsplatz suchen sich die Auszubildenden selbst, damit dieser neben ein paar allgemeinen Kriterien, die erfüllt sein müssen, den eigenen Interessen und Schwerpunkten entspricht. Wenn Fragen oder Unsicherheiten aufkommen, unterstützt das Team der Johanniterakademie aber natürlich gerne oder spricht Empfehlungen für den perfekten Praktikumsplatz aus. So findet jeder den richtigen Platz. Hospitationen in allen Praktika sorgen dafür, dass man eine kontinuierliche Rückmeldung über das eigene Handeln in der Praxis bekommt, damit optimal auf die praktische Prüfung am Ende ihrer Ausbildung vorbereitet werden kann. Nach den Praktika kommen die Azubis wieder gemeinsam im Kurs zusammen und haben in spannenden Reflexionsrunden die Möglichkeit, von den Erfahrungen ihrer Mit-Azubis zu hören und das eigene Handeln zu reflektieren. Der Theorie-Praxistransfer, also die Verbindung zwischen den Inhalten im Unterricht und die wirklichen Situationen in der Praxis, hat bei uns an der Johanniterakademie einen großen Stellenwert. Uns ist wichtig, dass diese beiden Lernorte, also die Schule in der Akademie und die Praxis in den Einrichtungen, Hand in Hand zusammenarbeiten und so gemeinsam bestmöglich auf ihren Abschluss vorbereiten. Dafür ist das Team der Johanniterakademie im engen Austausch mit den Praxiseinrichtungen und den Praxisanleitungen vor Ort. Praxisanleitungen sind also die Fachkräfte, die die Auszubildenden im Praktikum in der Praxis unterstützen und begleiten. An Theorie-Praxistagen mit Podiumsdiskussionen, an denen unsere Auszubildenden und Vertreterinnen der beiden Lernorte teilnehmen. Oder auch zu regelmäßigen Praxisanleitungstreffen und Workshops werden die gegenseitigen Erwartungen und Wünsche abgeglichen und so die Ausbildung stetig weiterentwickelt. Als Berufsschulzentrum in freier Trägerschaft passiert bei uns aber mehr als nur Schule und Ausbildung. Es gibt zahlreiche Angebote im Bereich Fort- und Weiterbildung, im sozialen, pflegerischen und medizinischen Sektor. Hier kann man also lebenslanges Lernen live erleben. Nach der Fachkraftausbildung noch weiterqualifizieren ist bei uns kein Problem. Auch Auszubildende mit Migrationshintergrund bekommen bei uns wertvolle Unterstützung, wie beispielsweise zusätzlichen Deutschunterricht oder Austauschformate mit anderen Auszubildenden. Ein weiteres Anliegen des Fachbereichs internationale Bildung und Integration ist, Geflüchteten und Migranten den Weg in die berufliche Ausbildung und Qualifizierung zu erleichtern. Hierzu werden die Zielkonzepte der Johanniter-Unfallhilfe im Bereich Rettungsdienst und Pflege umgesetzt. Das heißt, man kann an der Johanniter-Akademie Rettungssanitäter oder Pflegehilfskraft werden und gleichzeitig seine Deutschkenntnisse verbessern. Und am Ende der Ausbildung darf diese tolle Leistung natürlich auch gebührend gefeiert werden. Bei unserer legendären Examensfeier und der feierlichen Zeugnisausgabe. Ich war 5 Jahre lang jetzt bei den Johannitern, 2 Jahre Sozialassistent, anschließend dann 3 Jahre Erzieher. Jetzt meinen Abschluss bekommen und über die ganze Zeit war die Kommunikation auf Augenhöhe mit den Dozenten ein sehr herausstechender Punkt. Und dadurch auch diese Beständigkeit, die das Lehrerteam hatte einfach. Es war einfach eine schöne Zeit und einen schönen Zusammenhalt auch mit den Kursen und mit den Lehrern. Wenn Sie nun auch Teil der Johanniter-Akademie sein möchten, bewerben Sie sich über unsere Homepage
Wir laden Sie dann zu einem persönlichen Kennenlerngespräch ein. Wir freuen uns auf Sie.